Die fünf Hindernisse. Der aktuelle Stand: Unbestimmte Ängste hindern dich, deine Aufgaben zu erledigen und Hindernisse anzugehen. Der Prozess: Überwinde die Hindernisse, die dich bisher abgehalten haben, mehr Ordnung im Leben umzusetzen. Die Vorgehensweise: Du überwindest deine Hindernisse mit einfachen Mitteln, die dir zur Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis: Du verschenkst keine unnötige Zeit mehr und erledigst deine Aufgaben in viel kürzerer Zeit. In diesem digitalen Produkt erkläre ich dir 5 Gründe, warum du es bisher nicht geschafft hast, Ordnung zu machen. Zu jedem Grund biete ich dir eine Lösung an, die leicht umsetzbar ist. Es geht immer darum, dich nicht unter Druck zu setzen. Meine Empfehlungen sind bewusst so gewählt, dass sie für jeden Mensch leicht umsetzbar sind, egal welche Bildung du hast und aus welchem sozialen Umfeld du kommst. Es geht ums Tun. Es geht darum, jetzt anzufangen. Wenn du genau das machst, was ich dir empfehle, wirst du erfolgreich mehr Ordnung schaffen und zufriedener in deinem Leben sein. Mein Name ist Thomas Borchert. Ich bin dein Coach für Ordnung. Vielleicht ist heute wieder so ein Tag. Du hast dir so fest vorgenommen, endlich deine Papierstapel zu sortieren oder im Haus mal Ordnung zu machen. Als du anfangen willst, passiert genau das, was dir immer passiert. Plötzlich lässt die Kraft nach und du schaffst es gerade noch, die ersten Papiere anzufassen. Danach hast du nur noch Zweifel und Kraftlosigkeit. Und dann passiert das, was immer passiert. Du brichst ab und verschiebst es auf morgen, in der Hoffnung, es wird morgen oder übermorgen oder nächste Woche anders sein. Diese Hoffnung erfüllt sich aber nie. Leider. Bisher. Ich selber kenne diese Gefühle und diese Abbrüche sehr gut. Ich selber habe oft genug abgebrochen und danach ein schlechtes Gewissen gehabt, es wieder mal nicht geschafft zu haben. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum fällt es uns so schwer, Ordnung zu machen? Warum brechen wir ab, obwohl wir es uns so wünschen, Ordnung zu haben? Sicherlich geht es dir genauso, wie es mir ergangen ist. In vielen Gesprächen mit meinen Kunden habe ich meine Vermutungen abgeglichen und bin so zu den 5 wichtigsten Gründen gekommen, warum wir es einfach nicht schaffen, in die Ordnung zu kommen. Diese 5 Gründe möchte ich mit dir besprechen. Zu jedem Grund habe ich dir eine Lösung benannt. Bitte gehe genau so vor, wie ich es dir beschreibe. Es wird dir helfen, mehr Ordnung in dein Leben zu integrieren und zufriedener in deinem Leben zu sein.